So, mein Ersten. So, jetzt haben wir hier mal ordentlich den Ersten. Hast du deinen Barsch nicht verloren? Hätten wir schon eben. Ja, und ich fange jetzt mit dem hier an und ich jig jetzt den Kollegen. Oh, 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 oh. Weiß nicht, ne? Oh, oh, was jetzt? Oh, 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 oh. Hast du aber ein schönes Wurba da drin. Ja, hier ist ein Sammelsurium. Ich würde sagen, die Mission geht in die Rekordbücher ein. Na, wen haben wir denn da? Schaut mal, Leute. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Tja, heute ist es wieder eine Missionsfolge. Die ersten beiden Missionen habt ihr letztens erst schon gesehen, und zwar die von Uli Bayer und die von Sebastian Hedel. Ja, haben wir ganz gut bewältigt, würde ich mal ganz stark behaupten. Und heute kommt die dritte, und zwar von Johannes Dietl. So, und der Johannes, der hat ja mal eine richtige Kracher-Mission gestellt. Und die blenden wir euch jetzt einfach mal ein. Hey Chris, lieber oder Spreeangler, du hast lange nichts von mir gehört. Es wird aber Zeit für eine neue Aufgabe. Sind wir uns einig, oder? Die neue Aufgabe ist, Achtung, fange an einem Tag, gerne mit Verstärkung, 4 verschiedene Fische auf die Larve. Du kannst auch die kleine nehmen, wir essen auch Weißfische gern. Sonnenbarsch kannst du auch überlisten. Barsch, Zander, Hechte, Rapfen, Aalande, Rotaugen, Brassen, alles wird die Larve fressen, wenn du sie gut präsentierst. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, wer ist denn da, Mensch? Ja, moin, Leute. Also, wer hätte es nicht gedacht? Also, ich bin natürlich dabei, ja, keine Frage. Chris sitzt auf dem Boot. Wo ist das Boot dran? An meinem Auto. Also bin ich auf alle Fälle dabei. Chris hat keine Hängerkupplung in seinem Auto. So, ich habe natürlich von dem lieben Johannes die Mission letzte Woche, genauso wie Chris, erhalten, ein paar Fische zu fangen. Sondern nicht bloß Raubfische, sondern auch Friedfische. Spielt uns ja im Regelfall in die Karten. Aber mit, muss ich mal kurz hier gucken, hier vor mir, mit den Kollegen. Der eine nicht mehr. Mit den Kollegen ein paar Fische fangen. Sollte im Regelfall ja eigentlich bei Barschen nicht so schwer sein. Ein Hecht geht auch ab und zu mal drauf, aber 4 Fischarten. Boah, was können wir denn hier erwarten? Also wir stehen hier in Millionen von Ukels und Plötzen. Die sind aber jetzt vielleicht nicht die größten. Aber Güstern und Brassen haben wir hier. Also ich denke, wenn wir die beiden Fischarten schon abhaken können jetzt schnell. Dann haben wir 3 Fischarten. Barsch wird kommen, davon gehe ich ganz stark aus. Mit Güstern und Brassen vielleicht. Dann müssen wir uns bloß mal gucken, wo und wir auf die Kollegen hier ein Hecht fangen. Oder eine andere 4. Fischart. Vielleicht weiß auch ein Döbel. Vielleicht haben wir ja einen Lucky Punch und wir fangen hier einen Döbel oder ein Aaland oder was auch immer. Ja, ihr habt's gehört. Also keine leichte Aufgabe, aber ich denke mal, der ein oder andere Fisch wird ja schon rauskommen. So, drückt uns mal die Daumen. Und Carsten hat sogar schon den Köder, ja, ins Wasser gelassen, wie immer. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das war unglaublich, wie schnell das bei dir geht. Wahnsinn. Ich habe gerade Fisch reingebaut. Ich hatte an der Route hier, also Flu war schon dran, unten aber ein Snap zum Jiggen, ja, da war ein Biss. Das habe ich aber schnell einen Dropshot dran gebaut, weil ich denke, das ist vielleicht für Friedfische die Methode der Wahl. Da kannst du schön stehen lassen den Köder und dann haben die Kollegen auch Zeit, da so ein bisschen rumzuknabbern. Jetzt stellt sich mir auch die Frage, okay, die Barsche sind ja meistens riesig, große Klappe, Ruf auf den Köder, anhauen, fertig. Ja, die Friedfische, die versuchen das wahrscheinlich so ein bisschen wegzulutschen oder so. Also wenn wir mit einem Anschlag ein bisschen warten müssen, bis hier einer kommt. So, mein erster Wurf war jetzt nicht so erfolgreich, außer dass es schon mal gezuppelt hat. Ich habe noch die kleinste Larve dran. Die kleinste Larve in der Hoffnung, dass ich damit schnell hier ein paar Fische fangen kann. Ich stehe auch völlig im Rutenwald. Wir haben so viele Angeln hier heute bei. Wirklich, ich habe hier Carolina Rig bei. Ich habe sogar was für Hecht dabei. Einfach mal abgesehen. Also wenn wir schnell fertig sind, dann will ich vielleicht auch mal ein Hecht heute fangen. Ich habe nochmal Jig bei. Chris hat auch nochmal die Ruten am Start. Das ist absoluter Wahnsinn. Ein Rutenwald hier kann ich kaum auswerfen. Und das auf den kleinen Boot. Ja, und ich fange jetzt mit dem hier an und ich jig jetzt den Kollegen. So, da wird jetzt der erste Barsch kommen. Also, so schnell war ich jetzt nicht mehr. Naja, es ist gerade weg. Also der erste Barsch war kurz gerade. Mann, ey. Komm, gib dir ein bisschen Mühe, da kommt noch einer. Ja, los, komm. Ah, da war er, der erste. So, meinen ersten. So, jetzt haben wir hier mal ordentlich den ersten. Hast du deinen Barsch nicht verloren? Hätten wir schon eben. So, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Ich auch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, oh, nein. Jawohl. Ist ja der Hammer. Schön die Güster hier weggesnackt. Guckt geil euch das an. Nur. Zack. Yes. Schöne Güster gefangen. Ja, nice. Sehr stark. Da freut man sich immer mal richtig über eine Güster, oder? Genau. Also wir freuen uns ja über jede Güster, aber heute die besonders. Die schön auf dem Shaky Sneaker hier gekommen ist. Also wirklich, die bissen wie ein ganz großer Barsch. Die hatte Hunger auf so eine kleine Larve. Ich wollte gerade Krebs sagen. Aber die kommen erst, die neuen. So.
Ja, mal so. Schön. Geil. Schöner Fisch. Petri. Petri, Dank. So, was zwei Würfe später. Genau, zwei Würfe später. Oh. Yes. Da haben wir ihn. So, Barsch auch abgehakt. Ich dachte eigentlich, dass der Barsch auch zuerst kommt. Weil ist ja nur gang und gäbe, hier mal einen Barsch zu fangen. So, der kleine Kollege sorgt für die zweite Fischart heute. Wird wieder Plansch nehmen zu seinen Eltern und Großeltern. Da würde ich sagen, haben wir schon zwei Fischarten abgehakt. Was kommt jetzt? So ein bleiende Plötze wäre ganz cool. Ich möchte auch noch. Du, da musst du ja mal ein bisschen Mühe geben. Aber hier so ein Carolina Rig ist ja wie Grundangeln. Ist ja quasi wie Cheaten. Da war irgendwas. Auf alle Fälle die Geheimnis heute länger liegen lassen, den Köder am Grund. Und ist natürlich mit einem C-Rig extrem cool. Einfach liegen lassen, dann hast du so ein bisschen schlaffe Schnur und dann siehst du so ein bisschen Zappel in der Schnur und dann guckst du mal, ah, Fehlbiss, in der Rinne geschwommen und irgendwann hängt da mal einer. Also wirklich, was hier an Fischen rumsteht, Ukels und Plötzen, aber die sind alle wirklich nicht in die Größe, um also vielleicht die Larve zu fressen, aber der Haken, der vorne im Kopf hängt, ist vielleicht ein bisschen groß für die Plötzen und Ukels, die hier schwimmen. Vor allem Ukels. Überleg doch mal, ein Ukel muss ja bestimmt so groß sein, damit das überhaupt hier irgendwie ins Maul passt. Überleg dir mal, so ein Ukel. 30 cm Ukel. Wahnsinn. Das wert. So, der nächste Überraschungsgast hier an der Angel. Ah! Den haben wir schon. Den haben wir schon. Wieder eine Güster. So, zeig mal. Sehr cool. Also die Güstern wollen den Köder aber mal so richtig hier heute. Genau. Auch die kleinen Güstern hier. Die ist jetzt hier so, was wird die sein? 23, 24 cm. Hat auf alle Fälle Hunger auf diese kleine Larve gehabt. Also wenn die hier den ganzen Tag... Kannst du mal ruffilmen hier. Mach ich. Jo. Wenn die den ganzen Tag hier beißen, haben wir halt echt schwer, irgendwie noch einen Brassen, eine Plötze oder was auch immer hier zu fangen. Weil wenn die jetzt hier nach und nach kommen, dann sind wir hier in Güsternhausen wieder mal. Hashtag Güsterncarsten ist wieder am Start. Oh, passt das nicht, ne? Oh, oh, was jetzt? Oh, 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 oh. Ey, was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Leute, schaut mal hier, die nächste Güster. Das ist ja unfassbar. Wir dachten hier, wir fangen jetzt hier einen Barsch nach dem anderen. Aber die Güstern sind auf alle Fälle schneller. Das ist ja der absolute Wahnsinn heute. Ja. Also wirklich, alle zwei Würfe beißt ja so ein Kollege, weil wir sind noch nicht lange unterwegs. Nee. So, das raus. Hier nochmal die schöne Güster für euch. Aber die Kollegen dürfen auch hier wieder weiter schwimmen und ihren Kollegen Bescheid sagen, heute keine Güster mehr bitte. Was anderes. Sagt den Breien. Ja, wer kennt denn nicht diese Sprachfehler, die man immer so hat. Ein paar Brassen, ein paar Plötzen werden heute noch. Ganz cool, muss ich sagen. Vielleicht haben wir auch Glück, ein Hecht, ein Zander. Ein Hecht muss es nicht sein, das muss Fluker Boden vor, du hast Stahl vor, aber die darf er aber gerne beißen. Ja, oder so ein kleiner Zander. Reicht ja so ein kleiner aus. Muss ja nicht mal Maß haben. Da sehe ich mich heute auch. Wäre auf alle Fälle auch drin. Also wenn Carsten hier so weitermacht, dann schafft er die Mission ganz alleine hier. Aber ich möchte meinen Teil auch dazu beitragen. So, wir haben jetzt einen Barsch, eine Güster. Eine Güster? Ja. Eine Güster? Eine Güster und noch eine Güster. Und eigentlich fehlt jetzt bloß noch ein Brassen, eine Plötze oder ein Hecht. Also das kann man hier jetzt so erwarten. So, ich jig hier ganz... Ja, oh, da war er. Mist, da war er. Der Barsch. Der Barsch, wahrscheinlich, ja. Na gut, ich will mal kurz raus. Also ich habe hier einen Stahl dran. Carsten hat schon gesagt, ja. Also man kann ja auch immer schön einen Hecht erwarten. Und warum soll das hier auf diesem kleinen Köder nicht funktionieren? Also ich werfe jetzt hier fleißig weiter. Und vielleicht kann ich euch jetzt auch mal einen Fisch präsentieren. Da haben wir einen, geil. Oh. Oh, 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 oh. Komm mal hier rüber. Nee, doch nicht. Bleib hier. Bleib hier. Was hast du? Wahrscheinlich eine Güster. Oh, die Güster machen richtig Späne hier. Ja. Kommt da. Eine schön. Schöne Güster. Yes. So, ich dachte erst ein Aaland. Das wäre jetzt auch auf alle Fälle ganz stark. Sehr cool. So, da haben wir den Kollegen. Sehr nice. Also, die ballern hier ganz schön rauf, muss ich echt mal sagen. Ich habe auch schon ein paar Bisse gehabt. Und jetzt hat er endlich mal gehangen. Mann, wenn man abgeht. Also, die wollen den Köder so richtig haben, ne? Muss ich mal kurz ausmachen? Nö, bleib drauf. Gut. Da haben wir ihn. So, Freunde, mal eine kurze Pause. Ich habe Kaffeedurst. Also wenn das so weitergeht, fängt Carsten hier einen Fisch nach dem anderen und besteht die Mission ganz alleine. Also richtig geil, Carsten, bis jetzt. Ja, und währenddessen ich jetzt hier ein Käffchen trinke, könnt ihr euch noch einen kurzen Clip angucken.
Der Zeck-Raubfisch Adventskalender 2024. Über 250 Euro Warenwert für nur 99,95 Euro. Schlag am besten heute noch zu und sichere dir exklusive Köder in Sonderfarben. Ach, Käffchen geht immer. Adventskalender, ihr habt's gesehen, nur noch ein paar Wochen. Dann könnt ihr wieder Türchen öffnen. So, und wir machen jetzt weiter und bestehen jetzt hoffentlich die Mission. Und drückt mal die Daumen, dass hier noch zwei Fischarten rauskommen. Sag mal, trinkst du eigentlich was so zwischendurch? Ich hab noch gar nicht trinken sehen. Nö, ich esse lieber was. Ja, ich hab noch schönste Brötchen vorher noch schnell gemacht zu Hause. Weil ohne Mampf, kein Kampf. Die halbe Mission haben wir fertig. Dann können wir ja auch schnell noch ein Brötchen essen. Aufreißen hier eingepackt wie so ein Westpaket. Guckt euch das mal an. Schöne dicke Bämme hier. Ja. Nicht schlecht. Ich hätte ein bisschen mehr Wurst drauf machen können. Aber was willst du machen? So lange machen wir heute zum Glück nicht, also reichen uns die Brötchen aus. So, und wenn ich das gegessen habe, dann schauen wir mal ein paar Fischarten fangen hier. Na, hammert. Na, ich bin gespannt, wirklich. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt heute. Ich bin sehr skeptisch. Ja, ich denke, wir brauchen nicht mal irgendwas. Nicht mal einen Raubfisch mit reinzählen. Nicht mal einen Raubfisch mit reinzählen. Was ist denn ein Barsch, Carsten? Du hast doch schon Barsch gefangen. Ach, komm, hör auf. Naja, du sollst lieber was trinken. Kann man fangen. Plötze, Füster, Brassen. Hecht. Hecht und Zander. Hecht und Zander sagt kein Raubfisch, ihr wisst es. Barsch ohne. Könnte noch beißen. Dürbel könnte beißen. Ja. Schleie, Karpfen, eher nicht so, aber wäre prinzipiell möglich. Ein Rapfen könnte beißen. Also jetzt schweifst du ganz schön ab. Also ich bin wirklich zufrieden, wenn es überhaupt gelingt. Wirklich. Komm jetzt. Ess auf und dann geht's weiter. Na, wen haben wir denn da? Schaut mal, Leute. Eine Ratte am Ufer. Was man nicht alles so beim Angeln sieht. So, der nächste Fisch, schon am Boot. Oh, den haben wir noch nicht. Aha. So, Mr. Brassen hat sich heute hier eingereiht. In die Runde Larven fressen und hat meine Schnur schön eingeschleimt. Ja, darauf stehe ich. Ich wollte schon sagen, da wo Wüstern sind, da müssen ja auch mal Brassen sein. Genau, also die Kollegen sind jetzt auch abgehakt. Also drei Fischarten haben wir jetzt schon. Was ist die vierte? Also ich bin wirklich gespannt, wer hier noch kommt. Ich kann den Kleinen jetzt mal wieder schwimmen lassen. Ja, Chris, sorg doch mal für eine vierte Fischart. Kann nicht so schwer sein. Kann ja nur Plötze, Zander oder Fang doch mal eine Plötze. Na gut. Dann haben wir hier mit, außer den Barsch mit Friedfischen, die ganze Mission abgehakt. Brauchen wir ja keine Raubfische für. Oh. Da war sie. Da war die Plötze, richtig. Jetzt muss ich jetzt mal die Schnur hier entschleimen. Ja, und mich ein bisschen. Leute, beim Hochkurbeln hier eine richtig schöne Plötze gefangen. Also, so schnell eine Mission zu bestehen, ist uns schon lange nicht mehr passiert. Was haben wir hier, eine Plötze? Was wird die haben? Die hat so 26, 27 Zentimeter. Und der Shaggy Sneaker ist auf alle Fälle hier schon die Schnur hochgerutscht. Ja, schön abgeschüttelt. Aber die Plötze hat uns die Mission bestehen lassen. Also wirklich, vielen Dank. Kann man einfach nur mal Danke an die Plötzen, an die Güstern, an die Barsche, an die Brassen, an alle. Wirklich toll. So, Haken. Boah, die hat aber gut gejagt. Die wird nie wieder abgejagt. So, schöne Plötze. Sauber. So, da ist er nochmal. Überall Schleim. Heftig. So, damit hast du die Mission alleine jetzt gemacht. Damit habe ich quasi die Sache hier alleine geregelt, ja. So einfach kann es gehen. Nee, noch halbe Stunde angeln und ordentlich viele Fische fangen. Der macht munter weiter, ey. Jo, munter nochmal einen Barsch fangen. Auch wieder nicht der größte seiner Art, aber auf alle Fälle der schönste. Ja, währenddessen Chris ja versucht, nochmal EC-Fische für sich in der Folge zu verbuchen, fange ich hier fröhlich weiter. Ich wollte gerade sagen Friedfische, aber der ist keiner. Das ist doch wohl ein Raubfisch, der kleine Scheißer. Wollen wir die Routen tauschen? Ich denke, Carolina Rig ist heute das Mittel der Wahl. Wirklich, reinschmeißen, liegen lassen, ist wie Grundangeln, kannst du. Gib mir eine Ding. Komm. So. Wenn das jetzt nicht klappt, also dann. Ach, das wird klappen. Ich nehme jetzt hier die Route mit dem Jig und dann sehen wir weiter. Weil irgendwie Dropshot, das bisschen Höhe über den Grund mögen sie jetzt nicht so. Also anscheinend nicht so. Oder ich habe sie lange genug geangelt. Wird wahrscheinlich da dann auch liegen. Was soll ich sagen, Chris? Guck mal. Auf Jig und Larve. Was ist das dazu? Tja, was soll ich dazu sagen? Bei Carsten läuft es. Egal, was er macht, egal, welche Methode er anwendet, die Fische beißen. Wahnsinn, Leute, wirklich. So, nichtsdestotrotz bleibe ich jetzt hier am Ball. Ich will auch noch mal wenigstens einen Fisch hier in die Kamera halten. Ansonsten Hut ab, Carsten, wirklich. Hut ab.
Ich würde sagen, die Mission geht in die Rekordbücher ein. Unter eine Stunde erledigt das Thema. Haken dran. Also nicht wie Hechte angeln zweimal, so gerade so bei Chris geschafft. Aber danach die Folge habt ihr gesehen, wir haben Hechte gefangen ohne Ende. Das waren schlussendlich, wie viel hatten wir? 780, 760 Zentimeter? Ja, irgendwie, so. Irgendwie sowas um den Dreh hatten wir gehabt. Also mehr als ausreichend Fische für alle. Was hatten wir noch? Ein paar Quappis in der Elbe geschmissen. Das hat auch gut funktioniert. Waren jetzt nicht die größten Zander, die wir gefangen hatten. Also wir, der da. Also Chris hat die Folge auf alle Fälle gerettet gehabt. Ja, und heute war mal wieder ich dran und habe hier die Friedfische und eine Handvoll Barsche euch gezeigt. Also schneller und besser kann es nicht sein. Ich freue mich jetzt gleich, wir gehen noch ein paar Hechte angeln, für ein paar Fotos, also wenn einer kommt natürlich, für ein paar Fotos für Instagram. Und ja, freue ich mich schon. So, jetzt guck mal hier. Schön reingetrocknet. Guck mal, was da kommt. Das sah aus wie eine Plötze. Sauber. Also, hast du auf alle Fälle heute auch was beigetragen? Komm, die Güste hatte ich auch schon gehabt. Das stimmt. Ja, ich will dich ja nicht schlechter reden als das. So, da ist er. Jawohl. Ja, schön abgeplötzt. Ach, geil. Freut mich. So Güste und Plötze. Mega. Den Barsch hast du ja verloren. Richtig. Vielleicht kommt er ja noch. So, ihr werdet es nicht glauben. Tatsächlich ein Kauli. Ein Kaulbarsch. So. Was soll ich dir sagen, Johannes? Die fünfte Fischart, so mit der hätte man gar nicht gerechnet jetzt hier. Und das ist eigentlich auch ein guter Köderfisch, oder Carsten? Meinst du, die Masse knüppelt jetzt weg? Das will ich nicht machen. Ein Haken größer und dann atmen die Fluten. Das ist doch mega geil. Schau es dir mal an. So cool, ey. Sauber. Ein Träumchen. Sieht der toll aus, Leute. Schaut mal. Ein richtig toller Köder. Also den würde ich auch fressen. Hast du aber ein schönes Würmer da drin. Ja, hier so ein Sammelsurium. Ja, das hat immer so eine Box, die schmeißt halt einfach rein. Da sind von jeder Ködergröße und jeder Ködersorte eine Handvoll drin. Irgendwann wird da schon dabei sein. Und da hier auf alle Fälle wahrscheinlich relativ viele von den Kollegen drin sind, war heute natürlich genau die richtige Box, die ich gegriffen habe. Sonst hätten wir mit denen hier angeln müssen und hätten die Mission nicht bestanden. Das stimmt wohl. Aber so haben wir sie bestanden. Aber so haben wir sie, also wirklich unwahrscheinlich schnell, unwahrscheinlich gut bestanden. 5 Fischarten, Stunde Zeit. Also, wer zeigt dich? Ja, Freunde, das schreit ja nach einem Tackle Talk. Also, Carsten gibt euch nochmal einen richtig schönen Tipp, wie ihr auch so eine schöne Fische fangen könnt. Ja, die Sonne ist aber krass, wo ich mich gerade hier hingestellt habe, oder? Da sehe ich gar nichts. Die Methode der Wahl war auf alle Fälle ein Carolina Rig. Hier so ein kleines Bullet haben wir hier dran. Muss ich mal ganz kurz drauf gucken hier. In einer 1/4 Unze, um genau zu sein. Also, was sind das? 28 durch 4 sind wir irgendwo bei 7 Gramm. Wa? 7 Gramm passt. Darunter eine kleine Perle. 2 Stopper, damit die Sache auch verrutschfrei, weil das macht ja mal quasi die ganze Zeit diesen hier unter Wasser. Und ich möchte natürlich die Länge von meinem Vorfach beibehalten. Daran habe ich in dem Fall einen 4er Haken und den Köder der Wahl natürlich heute. Oder möchte sagen, der Köder der Mission für heute. Ja, das ist ziemlich einfach. Rauswerfen, durchsinken lassen. Ja, und dann kann man über die Route den Köder so ein bisschen über den Grund ziehen, warten, über den Grund ziehen, warten. Kann man mit der Rolle auch machen. Ja, und das ist quasi wie Grundangeln der Raubfischangler, dieses Carolina Rig. Ja, rinschmeißen, warten, Büstern fangen. Wirklich einfacher geht's nicht. Ist natürlich eigentlich eine ordentliche Barschmethode. Aber hier haben wir massenweise Güster, Plötzen, Bleie. Und natürlich wollen die auch was fressen. Da ist natürlich so eine schöne Larve genau das Richtige. Das gleiche bekanntlich hier auch am Jigkopf. Da hat Chris mit angefangen und ich quasi aufgehört. Haben wir mal getauscht. Ja, es sind 4 Gramm Jigkopf, Larve dran, in dem Fall noch Schalfefach vom letzten Wochenende. Aber das habe ich jetzt nicht umgebaut und das interessiert die Fische vielleicht auch nicht so doll, wie ich halt es viele angehen. Und mit Wasser ist auch keine 5 Meter Sichttiefe, weil hier ist es gar nicht so tief. Ne? Also wir haben ja 1 Meter Sicht und da ist ein Schalfefach jetzt kein Problem. Und dann hatte ich noch eine dritte Methode hier noch an Bord. Oder ein bisschen Gemüse dran. Wenn so ein Gewicht dran ist, ist es im Regelfall ein Dropshot. Da habe ich jetzt, das Ding sitzt so 30, 35 über den Grund. Wieder auch 4er Haken, eine Larve dran. Ja, da könnt ihr auch rinschmeißen, an den Spann der Schnur stehen lassen, ein bisschen zuppeln, ein bisschen warten. War heute nicht so interessant für die Fische. Vielleicht hat doch diese sehr grundnahe Präsentation gefehlt, weil die anderen Methoden ja, ja quasi herbringen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja Fische gefangen. Also haben wir Rutenchaos im Boot ohne Ende, weil wir natürlich nicht umbauen wollten. Jede Rute macht genau das, wofür sie es gerade gebaut ist.
So, Leute, Tackle-Tipp beendet. Drei Routen vorgestellt, also drei Methoden und Köder vorgestellt. Ja, so haben wir's. Ey Leute, nur am Futtern ist er wirklich. Nur am Futtern, aber es sei ihm gegönnt, weil er hat wirklich fast alleine oder wirklich, man kann echt sagen, alleine die Mission bestanden hier. Also Carsten, herzlichen Glückwunsch, wirklich. Danke. Sehr gut gemacht. Du hast sehr geholfen, hast damit dazu geführt, dass wir sogar die Mission mehr als getoppt haben. Das stimmt, also mit dem Kaulbarsch habe ich nun definitiv nicht gerechnet. Also 5 Fischarten sind es geworden. Was soll ich dazu sagen? Johannes, das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber wir haben sie gemeistert. Ja, deshalb in Rekordzeit. Also nächste Mal noch ein bisschen schwerer, bitte. Genau. So Leute, wir machen jetzt weiter. Wir wollen noch ein paar andere Räuber hier überlisten, deswegen sind wir unterwegs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angeln oder Spreeangler. Und vergesst das Like nicht, kommentieren nicht und eventuell auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die typischen Influencer-Worte. Liken, teilen, abonnieren und erteilen. Egal. Macht er ja eh, davon abgesehen. Ne? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.